Verfassungsbruch, Entrechtung, Diskriminierung und Verfolgung von eigenen Staatsbürgern. Naja, dieser Schandfleck wird Ihnen bleiben. Es ist ein Faktum. Ja. Vor allem aber, liebe Zuseher, vor allem aber, liebe Wählerinnen und Wähler, ich wende mich heute, na bitte, na sehen Sie. Meine sehr geehrten Damen, ich bitte um Ruhe zur Geschäftsordnung. Ich bitte um Ruhe und zuzuhören. Bitte setzen Sie fort. Es bestätigt sich einmal mehr, dass die Wahrheit wehtut. Wissen Sie, ich wende mich heute an die Wählerinnen und Wähler, weil beim Großteil von Ihnen hier erinnern ist ohnehin Hopfen und Malz verloren. Aber ich wende mich an die Wählerinnen und Wähler deshalb, weil Sie und nur Sie es in der Hand haben, in diesem Land die notwendige und längst überfällige Wende zum Guten herbeizuführen. Das haben die Wähler in der Hand und das ist dasjenige, wovor Sie sich am allermeisten fürchten. Weil Sie wollen etwas ganz anderes von Seiten der Einheitspartei. Sie wollen in diesem Land weitermachen wie bisher, koste es, was es wolle, auf Kosten der österreichischen Bevölkerung, auf ihrem Rücken und zu ihrem Nachteil, auch im Bereich des Asyls. Und jetzt möchte ich die Bevölkerung nur einladen, ein wenig ein gemeinsames Gedankenexperiment zu machen. Denken Sie jetzt bitte in diesen Sekunden an Ihre eigenen vier Wände, an Ihre Wohnung, an Ihr Haus. Und dann stellen Sie sich bitte folgende Fragen. Wer von Ihnen würde denn bei dieser Wohnung oder bei diesem Haus die eigene Wohnungstür das ganze Jahr über unversperrt lassen oder überhaupt darauf verzichten, ein Schloss einzubauen? Wer würde das tun? Wer von Ihnen würde jeden Fremden in sein Wohnzimmer, sein Schlafzimmer, seine Küche, sein Bad überall hineinlassen? Wer würde sagen, kommt nur herein bitte und richtet euch ein. Die einzige Voraussetzung ist, ihr müsst Asyl sagen und es muss euch bei uns oder bei Ihnen in der Wohnung besser gefallen als dort, wo Sie herkommen. Wer von Ihnen würde dann die Eindringlinge dazu auffordern, ja bitte nehmt euch nur alles, was ihr braucht. Wir haben zwar selber zu wenig, wir müssen Schulden machen, um über die Runden zu kommen, aber bedient euch bitte nur. Ihr müsst natürlich überhaupt nichts zahlen, für euch ist alles gratis. Bildung, Sprache, Integration, Gesundheit, das kostet euch alles nichts. Wer von Ihnen würde denn diesen Eindringlingen anbieten? Ja, ihr braucht euch natürlich auch nicht bei der Hausarbeit beteiligen. Wo kommen wir da denn da hin? Die Leistungen sind alle umsonst, aber dafür kriegt ihr ein Taschengeld. Und an die Hausordnung braucht ihr euch auch nicht halten, weil ihr habt ja euer eigenes Wertesystem. Und wir sind so tolerant, dass wir das alles anerkennen. Und wer würde sagen, ihr liebe Eindringlinge, bitte, wenn sich dann irgendjemand auch noch an einem Familienmitglied vergreift, ihr habt überhaupt nichts zu befürchten, keine Sorge, wir drücken beide Augen zu, weil wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr nämlich erst recht geschützt davor, delogiert zu werden, weil wir können die Verantwortung nicht dafür übernehmen, dass ihr dann den rauen Sitten der Gegenden ausgesetzt werdet, aus denen ihr herkommt. Das ist doch der Fortschritt. Und wenn ihr lange genug bleibt, dann braucht ihr vorher gar nicht arbeiten, sondern dann bekommt ihr die Mindestsicherung auch so und dann holen wir die restlichen Familienmitglieder nach und am Ende werdet ihr dann automatisch gleichberechtigte und vollwertige Familienmitglieder. Meine Damen und Herren, kein Mensch würde das so sagen, kein Mensch würde das so machen bei sich selber, zumindest keiner, von dem ich sage, dass er alle Tassen im Schrank hat, zumindest kein Mensch, der einen Funken von Verantwortungsbewusstsein für die eigene Bevölkerung hat. Das ist doch vollkommen klar. Aber sehen Sie, das ist der springende Punkt. Genau und trotzdem macht es die Einheitspartei so, wie ich es beschrieben habe. Sie machen es natürlich nicht mit ihren eigenen Wohnungen, aber wo? Aber sie machen es mit der Wohnung Österreich, sie machen es mit dem Haus Österreich, sie machen es mit demjenigen, was der Familie Österreich gehört. Zwangsbeglückung nennt man so etwas auf Kosten der eigenen Bevölkerung. Rot, Schwarz, Grün, Neos. Alle sind sie mit dabei. Sie machen es in Österreich so und sie machen es in Europa so, in ihrer unglaublichen Abgehobenheit, in ihrer Überheblichkeit und in ihrem Wahn der Alternativlosigkeit, von dem sie regelrecht besessen sind. Und sie machen es nicht erst seit Jahren, sondern sie machen es seit Jahrzehnten. Und das Ganze ist dann für die vornehmen Herrschaften des Systems Ausdruck der Humanität, des Fortschritts, der Toleranz und der Modernität. Na, gute Nacht, europäische Wertekammer.
kann ich da nur sagen. Und ausbaden muss das Ganze die europäische Bevölkerung. Sie zahlt den Preis dafür. Die Leute da draußen, nicht Sie hier herinnen in Ihren privilegierten Zuständen und Umständen. Die Leute draußen zahlen den Preis. Sie spüren das am eigenen Leib. Jeder kennt die Folgen. Jeder kennt die Folgen. Und wer das nicht mehr ausbaden will und ertragen will und hinnehmen, der hat nur eine Wahl. Und diese Wahl heißt, die Freiheitliche Partei zu unterstützen und mit ihr die Festung Österreich und die Festung Europa. Das ist nichts Schlechtes, das ist etwas Gutes, weil es schützt die Freiheit, die Sicherheit, die Identität und den Wohlstand. Wir sind bereit, aber wir sind auch die Einzigen hier herinnen.